Ein ganz wichtiger Punkt, den ihr berücksichtigen solltet, ist immer Wasser trinken. Euer Hirn, wie eine Autobatterie, braucht viel Wasser zum Funktionieren und zum Denken ist das einfach super wichtig. Man merkt es auch in der Kinesiologie, wenn man so eine Prüfung macht, der Wassermangel zeigt sich ganz, ganz schnell im Körper und dann vor allem im Gehirn. Also das ist das Beste, was ihr machen könnt und es ist wirklich Wasser, was das Hirn braucht und nicht irgendwelchen Saft oder Limo oder sonst was, denn das wird im Körper erstmal anders verarbeitet. Es ist wichtig, dass es Wasser ist. Ja, jetzt zu den Übungen aus dem Brain Gym. Brain Gym sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Und da gibt es diverse Übungen, die unterschiedlichen Nutzen haben. Die liegende Acht ist ganz gut, um die Hirnhälften zu verknüpfen, also rechte Hälfte, linke Hälfte. Die braucht ihr beide in der Prüfung und nicht nur natürlich in der Prüfung, sondern auch überhaupt. Und regelmäßig diese Achten zu machen, ihr seht es dort abgebildet. Also man fängt links unten an, geht über die Körpermitte mit der Hand, malt man so eine liegende Acht und wichtig, man verfolgt sie mit den Augen, damit das auch gleich umgesetzt ist. Das heißt, die Acht sollte nicht größer sein, als ihr mit euren Augen hinterherkommt. Der Schnittpunkt sollte möglichst in der Mitte sein. Und viele Kinesiologen sagen auch die Richtung, also dass man von links nach rechts nach oben geht und dann praktisch in diesem Außenschwung immer das nach unten hat, wäre auch wichtig. Ja. Ihr findet diese Bilder auch im Internet, also wenn ihr sucht unter Brain Gym, unter liegende Acht oder solche Dinge, ihr findet genau dieses Bild. Ihr seht, ich habe euch da auch eine Bildquelle von vielen da mal unten drunter geschrieben, nur als Eselsbrücke, wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt. Da geht es also um die Verknüpfung der beiden Hirnhälften. Die eine ist eben für die Details zuständig, die andere für das grobe Erfassen. Und das braucht er ja beides für Prüfungen. Ähnliches, also auch diese Integration der Hirnhälften sind die Überkreuzübungen. Da könnt ihr euch auch diverse Sachen einfallen lassen. Da ist es wichtig, dass ihr gerade bleibt im Körper, also nicht irgendwie links oder rechts kippt und dass die Mittellinienüberschreitung mit den Armen stattfindet. Bleibt eigentlich euch überlassen, ob ihr das im Sitzen, im Stehen, im Liegen macht. Hauptsache immer linkes Bein, rechter Arm, rechtes Bein, linker Arm arbeiten irgendwie gemeinsam. Und selbst wenn ihr einen Schuhplattler oder sowas macht, in dem Fall. Ja, dann vor der Prüfung Hirnknöpfe ist auch nochmal eine Aktivierung des Hirns. Ihr seht, so wie die Frau auf dem Bild das macht. Es kommt eine Hand, es ist egal welche, ihr anfangt auf den Nabel und mit der anderen Hand sucht ihr am Schlüsselbein entlang. Wenn ihr unterm Schlüsselbein entlang fahrt, findet ihr so ein kleines Grübchen ziemlich, ja, so schon in der Nähe vom Brustbein. Und da geht er mit dem Mittelfinger in die eine und mit dem Daumen in die andere. Und diese Punkte werden dann ein wenig gerubbelt. Nicht zu fest, dass es weh tut, aber einfach so ein bisschen aktivieren. Und dann macht man es genau andersrum. Also die andere Hand auf den Nabel und mit der anderen Hand diese beiden Punkte, die Hirnknöpfe, aktivieren. Eine weitere feine Übung, da werden nochmal sozusagen, ihr kennt ja die Ohren als von der Ohrakupunktur und genau das passiert bei der Denkmütze ähnlich. Die Denkmütze aktiviert nochmal den Körper, so richtig hochzufahren, alles ach zu machen. Also da wird praktisch die Ohrmuschel genommen, leicht nach außen gezogen und man reibt die Ohren sanft von oben bis unten durch, dass sie schön rot und warm werden. Auch das natürlich sanft, nicht Öhrchen abreißen. Aber macht also wirklich fit und wach. Waren eigentlich die wesentlichen Dinge, die ich euch noch nahebringen wollte. Was noch ein ganz gutes Ding ist, wenn man so in Panik gerät und irgendwo so den Eindruck hat, huch, jetzt fällt mir gar nichts mehr ein, wäre, dass man sich ein großes X an der Wand zum Beispiel vorstellt oder an der Tafel oder wo auch immer. Das ist wieder, dass die Hirnhälften nur durch die Vorstellung oder das Ansehen eines großen X auch wieder verknüpft werden.